Einen wunderschönen guten Tag, liebe Seele. Lass gern dein Like, dein Kommentar und auch dein Abo da. Für mich ein ganz großer Schritt, für dich nur ein kleiner. Und genau deswegen lege ich auch direkt los. So, liebe Seele, dann wollen wir sehen, was der Tag für dich bereithält. Und ich habe noch eine kleine Überraschung für dich. Und zwar kannst du heute eine Chance nutzen, die ich jedes Jahr einmal gebe. Und zwar geht es um die Jahreslegung für das nächste Jahr 2023 als Video Monat für Monat durchgelegt für dich. Ja, du kannst unten in der Infobox den Link dazu finden. Es ist auf 20 Personen limitiert, weil sonst wäre es too much Arbeit für mich. Aber jetzt geht's los im Tagesorakel. So, wir sehen, die Balance liegt hier. Ich schwinge im Einklang mit meinem Leben und erschaffe eine Welt der vollkommenen Balance. Diese vollkommene Balance zu erklimmen ist heute also so ein bisschen Feld. Feld für dich und deine Finanzen, auch Feld für dich und deine Art und Weise zu denken. Denn es geht darum, Negativspiralen wirklich mal abzulegen. Du kannst und sollst hier jetzt mehr bei dir in dem Herzen ankommen, sollst für dich mehr die Balance finden und die Veränderung somit zulassen, dass auch Rückschläge dich nicht immer komplett umwerfen, sondern dass du hier klar deinen Kopf erhoben lässt, dass du bei dir gefestigt bist und das Schöne auch findest, dass jedes Schlechte dein Herz trotzdem in die Balance bringen kann, weil es dir ja was lehren will. Es möchte dich entweder etwas lehren im Bereich von Zugewinn, Weisheit, oder es möchte dich etwas lehren in Form von einer Wiederholung, die dann so nicht mehr vorkommen soll. Und da liegt der Ingwer dabei. Wie fühlt sich in diesem Moment deine Mitte, deine Bauchregion an? Ist sie frei und leicht oder schwer, zu aktiv und aufgebläht? In dir sitzt ein ewig brennendes Feuer, das dich am Leben hält und die Energie und Lebenskraft schenkt. Die weise alte und großmütterliche Pflanzenseele des Ingwers will mit ihrem Feuer das deinige entfachen. Der Ort, wo es brennt, ist zugleich der Sitz der Emotionen, seelischer Sorgen und des Kummers, oder die immer aufkeimen, sobald das Feuer fast erlischt. Und da merkt man auch, die Balance soll also in deinem emotionalen Feld heute mal zustande kommen. Da ist die Frage, wo soll diese Heilung denn geschehen? Wir haben sie in Liebesangelegenheiten -3, das heißt, was in den letzten 3 Jahren circa für Wunden aufgekommen sind. Diese sollten mal wirklich durchleuchtet werden. Sind das wirklich Wunden, die auf Dauer bleiben sollen? Können sie von dannen gehen? Kann die Heilung hier sofort auch geschehen? Kannst du diese Thematik in deine Balance bringen heute überhaupt? Die Antwort ist ja, die Festigung liegt nämlich bei dir dabei. Die Balance kann also hergestellt werden. Und der Ingwer möchte also die Heilung daherbringen für deine Emotionen, vor allem in Liebesangelegenheiten der letzten 3 Jahre. Und diese letzten 3 Jahre werden heute auch wirklich im Momentum getriggert werden. Also du wirst staunen, wie sehr du diese Wiederholungsparodie fast schon erkennen wirst und dann aber auch richtig für dich handeln lernen kannst. Da haben wir die Partnerschaft. Die bedingungslose Liebe durchströmt einem ewigen Segensfluss gleich meine Partnerschaft und bildet ein Feld des Vertrauens. Das ist jetzt egal, ob du derzeit schon in einer Partnerschaft bist oder nicht, ob du jetzt vielleicht jemanden kennenlernen wirst, ob du eventuell sogar heute jemanden kennenlernen kannst. Hier liegt eher die Thematik, einmal die Heilung des Herzens. Dadurch kann deine Partnerschaft in einem neuen Glanz entfachen. Ja, die Veränderung liegt in der gefühlsmäßigen Balance. Und das bedeutet, du kannst dich viel mehr auf deine Erotik konzentrieren. Deine Glückseligkeit in der Liebe, das Vertrauen zur Liebe, wird für dich keine Belastung mehr, sondern du kannst hier wieder lernen zu vertrauen. Und das Allerschönste ist, du beginnst auch wieder an Beziehung als Konfess zu glauben. Also, dass sowas stabil sein kann, dass eine Beziehung zu führen was Schönes ist und nicht immer nur negative Konsequenzen hat. Zimtrinde mit dabei.
Alles, was du erblicken und spüren kannst, ist in Hülle und Fülle vorhanden. Das Universum ist weise und großzügig. Es nimmt nichts weg und hält nichts zurück. Ganz im Gegenteil, es beschenkt und vermehrt stets das, was zu schätzen weißt. Die Zimtrinde spricht: Im Kontakt mit dir selbst kann wahre Fülle dich erreichen. Ich schenke dir Nähe und Intimität und kann dir so helfen, all die Wärme und Geborgenheit zu spüren, nach der du dich sehnst. Lasse dich fallen. Ich bin stark, weise und trage den Reichtum in mir, genau wie du selbst. Und das ist natürlich die Selbstfindung dazu heute bei dir. Nicht nur die Intimität, die hier jetzt auch schon doppelt angesprochen worden ist, sondern die Selbstfindung zu dir und deinen Sehnsüchten. Deine Sehnsüchte spiegeln sich nämlich hier im Verlangen deines seelischen Weges, dass du auf dein Herz hörst, dass du beginnst auch aus dem Herzen zu handeln. Und jetzt noch viel, viel schöner, dass du dir selbst auch zugestehst, dir selbst auch mal etwas Gutes tun zu dürfen. Es ist nicht immer du, nicht immer diese Thematik, immer ich, sondern heute ist die Thematik mit immer ich im Positiven. Also auch hier wieder die Balance raus aus der Negativspirale und hinein in das positive Denken. Und da kommt der Selbstwert dazu. Wundervoll. Ich lebe meine Einzigartigkeit erfüllt von Freude und bin anderen ein Wegweiser in eine neue goldene Zeit. Das ist auch schön, dein Resonanzfeld wird sich hier auch bald melden, weil Menschen diese Energie spüren werden, die um dich herum sind, warum du auf einmal so in deiner Balance bist, wie du in gewissen Themen ruhig bleiben kannst, wie du lernst, deine Emotionen wirklich so zu nutzen, dass sie dich nicht in eine Falle locken, sondern dass du klar für dich bestrebt im Leben emotionale Veränderungen auch ertragen kannst, aber eben auch diese Wertschätzung im Selbstwert dir gibst, ohne dass es dir unangenehm erscheint, ohne dass du dich schämen musst, dass du auch mal an dich denkst. Und Palo Santo haben wir noch mit dabei. Du bist aufgefordert, andere Dimensionen zu betreten. Nichts kann dich zurück- oder fernhalten von dem, wonach sich deine Seele so sehr sehnt. Ganzheit. Durchschreite mit der Seele des Palo Santo das Feuer der glühenden heißen Sonne, die Feuerprüfung und um Wachstum, spirituelle Erkenntnisse und Weisheiten aus den tiefsten und höchsten Ebenen zu empfangen. Sei bereit, dich auf das große Ganze einzulassen. Und das große Ganze ist natürlich dein Sein in seiner Vielfältigkeit, in seiner emotionalen Vielfältigkeit, in seiner wirklichen Vielfältigkeit, was Beziehungen betrifft, egal ob Beziehungen zum Partner, zur Entschuldigung, zu Kindern, zu Freunden, egal wo. Du wirst deine Vielfältigkeit heute spüren und wirst so viel über dich kennenlernen, dass du die Selbstliebe und den Selbstwert heute so stark für dich generierst und dich dann auch wunderst, warum du das nicht schon früher getan hast.